So. Jo. Shop haben wir noch keinen. Genau, da kann man auch so ein bisschen aus der Haut fahren. Jo. Also hier haben wir alles geregelt. Hier ist nichts mehr. Oh. Ich bin zu voreilig hier reingerannt. Na gut, ist ja ein relativ enger Raum. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich darf mal nur kurz so erwähnen, ne? Kann er spucken? Ja, der kann spucken. Er muss es aber nicht, nur wenn er es kann. Danke. So. Halbleiterrubine nehme ich natürlich sehr gerne mit. Auch ein wenig mit Kusshand sogar. Ah, und mein Stasepäckchen. Lädt sich wieder auf, das ist sehr schön. Nachdem ich die Stase-Bombe nicht verwendet habe, mal wieder. Gut, wir müssen hier rein, wer hätte es gedacht? Zwischenraum. Ohne Speicherpunkt, ohne Shop, ohne alles. Und jetzt geht's wieder in die Schwerlosigkeit. Darauf habe ich gar keine Lust. Muss ich offen zugeben. Was ist das denn bitte für ein großes Areal hier? Aber nee, das sind. Ah, okay. Das ist doch keine Schwerlosigkeit, ich dachte erst. So, Projekt innerer Kern. Ich dachte, es wäre Schwerlosigkeit, aber wir haben uns getäuscht. Also, ich habe mich getäuscht. Man muss doch mal zu seinen Fehlern stehen, ne? Speicherpunkt. Und ein Shop. Und hier sind noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Was ist denn hier? Textlog. Was ist das? Audiolog. Und eine Werkbank. Ui. Ja, da müssen wir erstmal gucken. Also, die Säge könnte ich nachladen. Gut. Schrankknurre wäre Schwachsinn. Ja, wir können mal gucken, was es so gibt, ne? Was so im Angebot gibt, quasi. Bevor ich jetzt hier mir Energieknoten kaufe, finde ich zu wieder nichts. Gut, ich könnte den Schaden erhöhen. Beim Impulsgewehr. Das wäre schon mal eine Idee. Kapazitätserhöhung. Ja, ist jetzt nicht so relevant, weil ich habe, glaube ich, noch sehr viel Munition dafür. Mine benutze ich eh nicht so wirklich oft. Breite. Gut, der Schaden ist hier ganz hinten. Na, komme ich nicht weit mit. Plasma-Cutter. Da kann ich von hier aus hier hoch, ne? Das wäre eine Idee. Dass ich mit 3 Punkten. Ja. Mit 3 Punkten Schaden und Kapazität von Plasma-Cutter erhöhe. Was ist das hier? Setzt das hier nach einem Treffer in Brand. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Oh, hier haben wir natürlich nochmal Schaden. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten jetzt prinzipiell. Gut, Rick, die ist ja so gesehen voll oder fertig, bis auf den Aufspießschaden, das benutze ich ja selten oder fast gar nicht. Und der Luft ist mir eigentlich auch Latte. Aufladung. Damit wird deine Aufladung um 10 Sekunden von... Ja, das ist mir eigentlich auch egal. Eine gut, dann... Wenn ich jetzt wüsste, was jetzt wichtiger ist, dass ich ausreichend Heilgegenstände besitze oder dass ich meine Waffen nochmal jetzt hier ein bisschen verbessere. Aber gut, wir haben ja noch einen Halbleiter Rubin zum Verkaufen. Okay, ich... Doch. Bronze. Gut, das ist natürlich auch Kappes hier. Stasepack. Habe ich noch was im Safe? Nein. Da muss ich aber den Anzug auch erst wechseln gleich. Das kann ich offscreen machen. Aber Stasepäckchen reicht mir doch. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich heb die Stasepäckchen mal auf. Energielaserkanone ist natürlich... Wieso haben wir das im Inventar? Krass. Nee, verkaufe ich. Was habe ich gemeint? Pulsgewerbe ist auch viel Munition für. Sora-Projektile brauchen wir nicht wirklich. Detonator-Minen brauchen wir auch nicht. Energiekanone brauchen wir auch nicht. Wieso habe ich dafür Munition so viel gefunden? So, okay. Das bedeutet... Wir können... Ja, doch. Das haut auch locker hin. Dann wechsle ich jetzt den Anzug offscreen. Kaufe Energieknoten ganz viele. Hätte ich eigentlich auch, wenn ich den Anzug angelegt hätte, mehr... Nee, also mehr Geld bekommen hätte ich nicht. Es geht nur darum, dass sie beim Kauf günstiger sind, die Sachen. Gut, alles klar, ich wechsle jetzt den Anzug und wir sehen uns dann gleich hier an dieser Stelle wieder. Bis gleich. So. Jetzt ist die ganze Geschichte ein bisschen günstiger. Also mehr Geld bekommen wir, wie gesagt, nicht. Aber die Sachen sind günstiger. Also Energieknoten. Ja. 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 4,5. Also auf jeden Fall schon mal 2. Mittel. Einen mittleren Teil. Ja gut, das reicht mir eigentlich. Groß ist eigentlich immer Verschwendung. Man hat ja eigentlich fast nie den Bedarf, dass man 100% Energie wiederherstellen muss. Meistens sind ja so 80 oder so. Deswegen ist es eigentlich immer ein bisschen Verschwendung. Gut, natürlich kann man sagen, ja, man erhält die volle Gesundheit dadurch zurück, aber... Ne, ich versuche das schon immer so ein bisschen, dahingehend zu betrachten, dass wir halt auch ein bisschen Geld... Also nicht das Geld aus dem Fenster rausschmeißen im Endeffekt. So. Ein kleines Medipack ist ja echt Schwachsinn. 4,5. Ja, nee, dann ist doch eigentlich... Passt auf, dann machen wir es so. Ich lade den Apparat gerade mal nach. So. Dann dürfen wir trotzdem noch genug Geld bekommen. Und ich würde nicht ganz so viel verkaufen davon. Ja, Mann. Geile Sache. Geile Geschichte. Geile Geschichte. So, Leute. Also, jetzt sagt mir bitte, dass sich das nicht gelohnt hat. So, wir wechseln den Anzug und sehen uns dann gleich hier wieder. Genau, das war der beste Anzug. Ja, machen wir so. So, Freunde, wir haben jetzt 9 Knoten, wir haben 4 mittlere Medipacks. Und Munition haben wir eigentlich genug, denke ich. Also das dürfte nicht das Problem sein. So, wenn wir ganz kurz gucken, Energiekanone haben wir 5 Schuss drin. Und Plasmakarton und Säge würden sich auf jeden Fall... Also, ich sag mal, Säge ist natürlich der Ripper. Auf jeden Fall rentieren. Energiekanone muss ich gucken, also wenn ich 5 Schuss geschenkt kriegen würde, Geschenk kriegen würde, was? Ja. Würde ich das machen. Aber es ist zu weit weg, deswegen lassen wir das. Nee, ich, Ripper. Da gedenke ich definitiv, ja, weil Ripper, das ist eine echt geile Waffe. Das habe ich relativ spät erst rausgekriegt, aber besser spät als nie. Also mein Fokus liegt eigentlich offen gestanden jetzt auf dem Rip. Wie viel brauche ich denn, um hier hinzukommen zum Spezial? 1, 2, 3,
4, das geht. Das geht. Ich mach das jetzt. Ich mach das. Ich mach das jetzt einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist natürlich völliger Humbug. Dann lasse ich den Schaden weg. Das sind nur 2 Punkte. Sondern gehe tatsächlich auf 1, 2. Ja, ist natürlich klare Sache. So, Nachladen ist verbessert worden. Das kann mir den Arsch retten. Die Kapazität habe ich verbessert. Wir haben ein Spezial. Ist auch für euch interessant. Dann seht ihr das mal, wie das so abläuft dann. Ripper, verbessern wir jetzt die Stärke, also den Schaden im Endeffekt. Wir gehen sogar noch einen Schritt. Ah, ich habe dann keinen Knoten mehr. Ich habe dann keinen Knoten mehr. Wollen wir das Risiko eingehen? Komm, ich gehe das Risiko ein. Ach nein, ich komme da nicht dran. Nein, ich habe gedacht, ich komme da dran. Ah, bedauerlich. Ja, ist egal, wir haben die Kapazität verbessert. Das ist eigentlich sogar noch auch nicht unwichtig. Gut, alles klar. Wir haben noch einen Knoten sogar übrig. Das ist das, was ich eigentlich immer haben möchte. So. Dann speichern wir noch gemeinsam. Dann kann ich mir vorstellen, dass jetzt nochmal richtig die Post abgeht. Wir haben ja schon gesehen, dass sich einige Necromorphs da ganz fleißig hinbegeben haben. So, Leute. Alles klar. Aufzug. So, falls da einer mehr Gesellschaft... Boah, 33 Schuss haben wir jetzt. Boah, krass. Damit können wir theoretisch um die 99, also wirklich jetzt 99 Gegner töten. Weil ich sag mal, eine Ripperklinge für 3 Gegner, wenn die wirklich nebeneinander stehen. Das ist echt heftig, Leute. Plasma-Cutter sieht die Welt anders aus. Da kriegen wir damit gerade mal 12, 13 platt, wenn es hochkommt. Also wenn wir gut schießen. Wenn das Feuer was bringt. Muss sie ganz machen, sagt sie. Also nicht nur sie, sondern sie alle so. Wow. Gut, Freunde. Ist ja alles kein Problem, ne? Stasi-Station brauchen wir jetzt nicht. Offline. Das können wir aktivieren. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich tun müssen. Da ist noch Strahlenkanone. Also Strahlenkanone-Munition vielmehr.
So, jetzt haben wir gar keinen Sound beim Dialog, auch geil. Ah, ich verstehe es halt einfach nicht, ne, woran das liegt, aber okay. Können wir leider nicht ändern. Mir tut es aber trotzdem leid, nach wie vor, dass es so ist. Aber okay, wir haben ja Untertitel Schritt immerhin. Eins. Reinkriechen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Was soll ich machen? Soll irgendwas machen? Soll ich ins Auge rein oder was? Soll ich ins Auge rein oder nicht? Ich sitze hier gerade einfach mit offenem Mund. Ich saß gerade mit offenem Mund hier einfach. Ei! Was bist du denn? Ach, du bist so einer! Ich möchte das aber nicht. Ach so, das muss ich machen. So, jetzt aber. Okay, Leute, das haben wir. Okay, zurückgehen, speichern kann ich nicht mehr. Der Seite war, glaube ich, auch nichts mehr Interessantes, Relevantes. Ich kann ja einen Rand stecken.
bin jetzt gerade extrem ruhig, Leute, weil ich extrem angespannt bin. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Ich meine, dieses Kackvieh, also ihr wisst, wovon ich spreche, dieses unsterbliche Vieh, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Also ihr habt ja gesehen, ich konnte es relativ leicht zerstückeln. Das war im Endeffekt alles in Ordnung. Nur das eine Spuckvieh, das erscheint mir ein bisschen wenig, muss ich sagen. Ah, hi! Wow! Achso, ich habe vergessen, das zu dingsen. Scheiße. Oh oh.